So, willkommen in Nanotale, Type of Chronicles. Ja, also wer ich bin, habt ihr wahrscheinlich im vorherigen Video schon gehört. So, jetzt gucken wir mal hier im Grafikkartenmenü, nicht? So, das ist alles eigentlich super. Okay, normaler Vollbild, randloser Fenstervollbild. Und Fenstermodus, randloser. Normaler Vollbildmodus, denke ich mal nicht. Also ich kannte sonst immer nur Fenstervollbild und Rand rahmloser, randloser, ja. Dann mache ich mal das hier. Können bestätigen hier. Nee, wahrscheinlich jetzt nicht. Zurück. So. Also, ja, die Aufnahme habe ich gerade mal verkackt gehabt und jetzt drücke ich mal Start. Oder neues Spiel. Das ist dasselbe in dem Sinne gerade. Ich muss ja irgendwas in so ein Buch reinschreiben. Ich guck mal, ob ich das jetzt hinbekomme. Aber momentan lädt er noch. Ich weiß auch nicht, um was es hier in diesem Spiel geht. Das schauen wir uns ja jetzt gemeinsam mal an, würde ich sagen. Ja. Die Dunkelheit legt sich über diesen Ort, als die Bäume noch jung waren. Ob sie noch an das Licht erinnern, ob sie noch, sich noch an das Licht erinnern, ist das Leuchtfeuer, das wir am Horizont gesucht haben. Lest besser selber, sonst kommt ihr doch durcheinander, wenn ich den Quatsch lese. So, Notizbuch. Genau hier habe ich gestoppt und jetzt habe ich irgendwie hier diese Symbole weggemacht. Diese Texte waren unsichtbar. Da. Das A zum Beispiel ist jetzt weg. Also wer da jetzt erstmal gar keine Ahnung hat, der drückt jetzt hier irgendeinen Krimskrams. Jetzt habe ich das nächste weggedrückt. Das kann sich jetzt hier nur um Stunden handeln. Das wieder das nächste. N. Aha. Ah, jetzt verstehe ich. T, I. Z, B, U, C, H, A. Achi. Ja, guck mal, da kann ich jetzt noch hier schreiben lernen hier. Heute hat Lavin mit einem Notizbuch gegeben. In den Seiten werden nicht festgehalten. Ja gut, sowas habe ich jetzt so auch noch nicht erlebt. Da muss man erstmal reinblicken, was man hier will, ne? Wird einem jetzt auch gerade nichts erklärt. Weil ich heute 18 wurde. Ich habe gerade viel zu schnell weggedrückt. Da konntet ihr das wahrscheinlich so schnell gar nicht lesen. So, jetzt tut sich hier was. Heute ist dein Geburtstag. Weißt du, wenn ich heute den Rand ansetze. Komm schon. So viel zu sehen gibt es und so viel zu lernen. Ja, sie wird die ganze Zeit bei mir sein. Keine Angst vor neuen Abenteuern hier. Nein, das haben wir nicht. Wie mache ich das denn jetzt? Hat mein Xbox-Controller hier mal angeschlossen. Ja, was ist das denn? S, ne? S gehe ich nach links. D gehe ich nach unten. F gehe ich nach rechts. Und E gehe ich nach. Also, das habe ich auch noch nie erlebt, ne? Diese Stadt. Also, anstatt WASD hat man jetzt hier ESDF. Als gut, Gewöhnung, sag ich mal, ne? Aha, mit Leertaste mache ich jetzt hier so ein Zauberbuch auf. Immer so gibt es weitere Steuerungsmöglichkeiten. Ja, ey, dann gucke ich doch mal rein. Okay, das ist wohl jetzt hier die Karte. Option. Hier nach rechts gehen. Also ich bleib einfach mal hier bei. Nach links gehen. Nach vorne gehen. Ja, das ist gut. Also wird es wo oben sein. Nach hinten gehen. Ja.
Ich glaube, das war, haben die bewusst so gemacht. Ich glaube, das war ganz bewusst. So, also, nochmal. Jetzt stimmt das hier nicht mehr. Ja, jetzt ist schon besser. WASD. Ja, so. Das ist mein Zauberbuch. So. Ja, nee, solche habe ich auch noch nie gesehen. Leertaste, okay. Ah, da muss ich bestimmt da rein. Geht so, jetzt sammeln. Sammeln. Ah, da musst du immer schreiben, okay. Ganz genau, das sind Silberkappen. Vielleicht kannst du ein paar mehr finden. Mhm. Wenn du Proben aufgesammelt studierst, du kannst du viel über die Kraft der Natur lernen. Wenn du die Besonderheit jeder Einzelnen erkennst, wirst du das Große und Ganze verstehen und du wirst die Magie in ihren wahren Farben erkennen. So, also bewegen kann ich mich jetzt nicht. Jetzt geht's erst so. Hier oben haben wir noch eine Blume. Launische. So, das Gute ist, dass man jetzt hier nicht groß-klein schreiben muss, weil es ja jetzt groß ist. Ich habe jetzt hier kein Groß-Kleinschreibe-Ding drin. Ne? Da unten haben wir noch eine. Ah, das ist dann. Also ohne dass man jetzt hier. Das ist ja so ein Scanner, den ich jetzt hier so habe. Sowas gehe ich mal von aus. Muss man hier schon ein bisschen was machen. Also schreiben, um was zu scannen. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht, die Idee. Vergiss nicht, deine wahre Magie zu verwenden. Rosernte, magische Zauber werden so viel mehr enthüllen. Diese blaue Pflanze ist eine Quellenknolle. Selbst einfach Zauber bringen sie zum Pflanzen. Zum Platzen. Was lese ich denn? Mach nur. Probier es aus und schreib es danach nieder. Mit Leertaste den Tippmodus gibt das Wort Objekt ein. So. Ja, also das, diese Info, die hätte ich mal vorher gebrauchen können. Mit erst jetzt, wo ich schon 10 Mal gemacht habe. Mütze. Ah ja. Wasser. Also das Spiel hätte mal Retalia machen sollen. Dadurch, dass sie eh Probleme hat mit Schreiben, ist das genau das Richtige für sie. Das ist das einzige Spiel, was sie nicht angerührt hat. Ich habe gelernt, dass das Wasser aus dem Bauch dieser Zahnpflanze gewinnen kann, wegen deinem hohen Interesse. Also, jetzt können wir wahrscheinlich hier diesen Wasserzauber machen, ne? Oder? Nee. Also, Wasser ist hier zumindest. Oh. Schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Ach, da ist so das Set. Gießen. So. Halme, Saft. Die junge Einheit sammelt sich einen Quellen. Guten Abend. Direkt aus der Pflanze kommt der Saft. Gut. Geht das hier auch, ne? Da oben haben wir schon das nächste. Weiher. So. Da haben wir den nächsten Pilz. Mineralien. Silberkappen. Eier. Ah, ist immer gut, ne? Okay. Also hier. Haue. Und haue. Nee. Bad. So. Ach, guck mal, jetzt wächst hier was. Habt ihr das gesehen? Ja, kann ich jetzt aber nichts machen. Aber ich bin hier unsichtbar. Okay, hier kann ich mich verstecken bestimmt vor Feinden oder sowas. Moment, sei nicht vorsichtig. Du hättest das Gras übersehen. Wir nennen es Kriechbüsche. Es mag gewöhnlich aussehen. Man kann sich dort aber gut vor Gefahren verstecken. Ja. Feinde werden dich nicht im hohen Gras suchen. Schreibe dir das auf. Üppigen. Ach da, Ruhen. So. Im Schutz des üppigen Gewächses kann ich den Wald und das Leben um mich herum studieren. Ich bin unglaublich froh über dieses Versteck, in dem ich meine Füße etwas ausruhen kann. Schön geschrieben. Brise. Also das Spiel, ich sag mal so, ist es gewöhnungsbedürftig. Wird wahrscheinlich später ein bisschen besser, aber momentan
Jetzt bist du hier echt am Schreiben. So. Dieses Buch zuklappen, das finde ich halt ein bisschen schade, dass man das jedes Mal danach nochmal extra zuklappen muss. Weil man ist ja eigentlich fertig mit der Sache hier. Ich finde, wenn du es richtig geschrieben hast hier, so, müsste er das Buch eigentlich dann automatisch zuklappen. Das ist ein bisschen... Aber sonst eigentlich interessant, ja. So, da haben wir schon den ersten Feind, denke ich mal. Bleib unten, Rose, das Gras. Also wäre schön, wenn man die Kamera auch selber ein bisschen ranzoomen kann, so mit Mausrad. Die Flüssigkeit ist nicht aus Fleisch und Blut. Du kannst sie nur mit einem Zauberspruch besiegen. Ich weiß, wie die wahre Magie stark in dir ist. Deswegen lasse ich dich mit ihren fertig werden. Aber pass auf, okay? Ich will nicht, dass dir etwas zustößt. So, ja, dann machen wir das doch mal. So. Ah, jetzt muss ich auch vergehen. Ah. Wow. Also so eine Art Spielmechanik habe ich noch nicht gesehen bis jetzt. Dass man schnell Texte schreiben muss, um Feinde zu besiegen, finde ich irgendwie ganz lustig. Aber ja auch gewöhnungsbedürftig. So. Ja. Okay, ich glaube, dieser eine Punkt bedeutet immer, in der Pflanze müssen wir nur eine Sache noch lernen. Und wenn das jetzt fünf... Oh, jetzt werde ich angegriffen, oder was? Oh, ich muss mal meine Tastatur mal gerade hier machen, dass ich auch richtig schreiben kann. Das ist ja hier wichtig. Feindselig. Amok. Ja, so. Platt bist. Ah, da oben ist noch ein Feind. Also das bist ja wirklich das Spiel für Retalia. Ich finde... Also, das muss ich hier echt sagen. Ich meine, die will doch Deutsch besser lernen. Das ist, ist das dein Feind? Nee. Stieben. Aha. Launische. Okay, da fehlt mir jetzt so eine Pflanze, so wie es aussieht. Was ist das denn? Krabbler. Grüner Krabbler. Ah, okay. Ja, witzig. Ich hatte Vertrauen, du weißt, ich hatte Vertrauen in dich, aber trotzdem, ich sorge mich. Sieh dir mal die ungewöhnlichen Adern in diesen Blättern an. Ich muss dir Notizen machen. Du kannst schon weitergehen, ich komme gleich nach. Aber geh nicht weiter als zu Lichtung. Die Wälder sind ein gefährlicher Ort. Ich kann die dimensionale Magie bereits spüren. Hohoho. Bleibt sicher. Ja. Nun muss ich jetzt hier rein? Ja, ich vermutlich ja. Nee, warte mal. Ich kam doch von hier. Ich bin hier und dann bin ich doch da oben rum. Da konnte ich durch. Mann, Mann, Mann. Jetzt muss ich, glaube ich, hier oben hin. Oh, jetzt wieder ein Feind.
Haben das deutsche Entwickler gemacht, weil wegen dem Ü oder? Keine Ahnung. So, hier haben wir jetzt noch eine Pflanze zum Lernen. Sterntaum. Ah ja. Ey, da darfst nichts verpassen, denke ich mal. Einfach durchrennen ist, glaube ich, nicht. Da kommst du nämlich dann nicht weit. Gut, dieses Schreiben, ich sag mal so. Also, das kann ein irgendwann, wenn so diese Kämpfe sind, ein bisschen lästig wahrscheinlich werden. Die Idee ist zwar echt cool. Also, ich hätte es jetzt nicht bei den Kämpfen gemacht, aber ich hätte das jetzt bei den Sammeln gemacht. Aber dadurch, dass das jetzt so eine Funktion ist hier mit viel Schreiben, aber was Neues wollten die das wahrscheinlich jetzt auch überall einfügen. Was haben wir denn da? Ja, da kann ich jetzt nichts machen. Nee. Give up. Einsamer Fuchs, das lebenswerte Wesen, das ich gefunden habe, es war ein stählender Fuchs. Blutströmen aus den seltsamen Spuren, die ich je gesehen habe. Welches Wahnsinn lauert in diesen Wäldern? Ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut, ne? Wahrscheinlich, oder? Oh ne, ist das jetzt hier ein Feind? Ach ne, den muss ich beschützen. Oh, weg hier. So, ja, da musst du schon schnell texten hier. Ja. MFP. Ach so, dann. Ich dachte, ich kann gleichzeitig mehrere machen. Oh, der ist ja ganz schnell. Nein, echt. Also ich glaube, das sollte so sein. Also ich glaube, das sollte so sein, wollte ich sagen. Musste das sterben. Also ja, gestorben bin ich ja nicht, nicht? So. Spürte meine Präsenz in diesem Wald, wollte mich an den Augen sehen, nicht? Ah, cool. Jetzt kann ich hier rennen. Und dann, wenn ich renne, habe ich dann den Fuchs immer. Das ist ja mal ganz nice. Schön. Ob das eine gute Idee ist, genau daneben zu stehen, wenn ich das jetzt hier schreibe? Oje. Oje, ich bin so ein Gift, ne, jetzt. Aha.
Ah, da kann ich mich auch verstecken dann. Okay. Das gibt mir, glaube ich, Leben. Aha. Flüchtig. So, jetzt wird das wohl hier offen gemacht. Ja, ja, ich denke mal, so ist das Spiel und das ist so jetzt so die Hauptart. Man hat so jetzt auch noch nicht wirklich gesehen, kenne ich zumindest nicht so in dieser Form. Also ist es zwar ganz nett. Vor allen Dingen für Leute, die schreiben lernen wollen, ist das Spielen und Schreiben zugleich. Finde ich wirklich klasse. Und ja, schade, dass sie das halt nicht angespielt hat. Aber das werde ich auf jeden Fall nochmal ihr ans Herz legen. Ja, so. Das jetzt zu dem Spiel. Und ja, hat auch einen netten Grafikstyle. Die Steuerung ist auch gut, wenn man das mit dem WASD hier mal umgestellt hat. Aber ich denke, das war so ein Joke. Das sollte wahrscheinlich so sein, um in das Menü zu gehen. Und ich denke, hier sind auch viel weitere Ideen. Ich werde es auch weiterhin anspielen. Wenn ihr gerne mehr davon sehen wollt, schreibt es bitte in die Kommentare. Dann bedanke ich mich und wir schauen dann mal in das nächste Spiel rein. Tschüss!